klasse Hund, oder? Die Iserlohn Roosters, die haben sich einen Fitnesstrainer gegönnt. Ein neuer Mann mit neuen Methoden, Thomas Kämmerling heißt er, und hat in den USA bei Marc Verstegen Mäuschen gespielt. Genau, Marc Verstegen, das war der Mann, der die deutsche Nationalmannschaft im Auftrag von Jürgen Klinsmann vor der WM 2006 fit gemacht hat. Und Klinsmann-Methoden sollen jetzt auch den Roosters-Spielern die Beine schneller machen. Thomas Kämmerling kann seine Übungen sehr gut vormachen. Und seine Spieler krabbeln eifrig hinterher. Filigran wird es langsam. Auch dynamisch sieht es schon hin und wieder aus. Die neuen Methoden machen Spaß und vor allem dicke Beine, wie bei Stürmer Henry Martins. Also das ist eine ganz unnatürliche Bewegung dabei, die ist natürlich dann auch anstrengender. Und der Tanz über den Sportplatz, der ist sogar doppelt anstrengend, wenn der Trainer direkt daneben steht. Und Thomas Kämmerling fällt dazu auch noch ständig eine neue Übung ein. Seid ihr soweit? Auf geht's. Und hopp. Tief runter. Tief runter. Nochmal, berühr. Und zieh lang durch. Wunderbar. Nächste. Hopp. Das ist jetzt nicht mehr das Aufwärmprogramm, sondern wir sind jetzt schon ein Stückchen weiter. Das sind sogenannte Movement Skills. Und auf Deutsch, es soll die Bewegungsfähigkeiten fördern der Spieler. Und das dann nachher übertragen auf dem Eis, soll sich natürlich auch sichtbar machen. Ne? Dem neuen Fitnesscoach ist dazu jede Örtlichkeit recht. Sogar im Treppenhaus der Eissporthalle sind so regelmäßig seltsame Aktivitäten zu beobachten. Alles dient dazu, den gesamten Körper drahtig und athletisch zu machen. 6 Tage selbstständiges Training nach Plan, am 7. Tag mit Thomas Kämmerling. Der stellt dann das neue Trainingsprogramm für jeden Einzelnen zusammen. Überwacht wird das Ganze elektronisch von Co-Trainer Ulrich Liebsch. Ja, für die individuelle Woche, dass jeder. Wenn die Herzfrequenzen wieder aufgezeichnet werden, wir wissen dann eben genau, ob sie was getan haben. Ja, ob sie was getan haben, in welchem Bereich sie waren, ob alles in Ordnung war, ob die Belastung okay war. Gut. Ein Fitnesstrainer, der die Jungs auf Vordermann bringt. Schweiß muss fließen. Damit die Muskeln die harte Belastung von über 50 Spielen im Winter aushalten. Nicht nur in den Gesichtern haben die Klinsmann-Methoden sichtbare Spuren bei den Roosters hinterlassen. Ja, natürlich, sie wussten, dass jetzt eine neue Trainingsmethode kommt, die Klinsmann durchaus hier eingeführt hat, in Deutschland sozusagen, durch seine innovative Arbeit. Sie haben immens an Flexibilität dazugewonnen, an Stabilität, sie sind wesentlich schneller geworden, explosiver. Wir haben ja am Anfang auch einen Test gemacht, um erstmal zu sehen, wo ist der Status quo. Und durchaus war es am Anfang so, dass es mich schon ein bisschen erschrocken hat. In Teilbereichen der Beweglichkeit oder auch beispielsweise so was die Verletzung betrifft einiger Sportler, unter welchen Bedingungen sie dann immer noch spielen. Also es hat mich schon ein bisschen schockiert am Anfang. Der Erfolg soll sich in der Saison einstellen. Denn bleiben alle Spieler durch die verbesserte Fitness gesund, sparen sich die Roosters vielleicht eine Verpflichtung und damit viel Geld. Und die Spieler? Wie viele Muskeln haben die schon kennengelernt, von denen sie nicht einmal ahnten, dass es sie überhaupt gibt? Eine ganze Menge. Also wo es überall wehgetan hat. Das ist man zu Hause auf der Couch und alle tut weh. Aber ganz neu. Und dieses neue Gefühl auf dem Sofa hatten sie jetzt schon 5 Wochen lang jeden Abend. Hinein in unsere nächste Mittendrin-Reportage heute.